Also heute in dieser Episode teste ich saure Süßigkeiten und bewerte sie mit Zitronen von 1 bis 5. Also 1 ist gar nicht sauer, 5 ist mega sauer. So blaue Dinge. Ich guck mal, wie das heißt. Das Ding nennt sich Sweetie Bottle. Na, ich schau mir mal ein paar raus. Kann er ein bisschen sauer? Na, geht so. Ich würde der Fizzy Bottle 2 von 5 Zitronen geben. Das ist ein Cola Brausebonbon. Ja, die gibt es in vielen Supermärkten in Deutschland zu kaufen. Ich guck mal. Jetzt ist es auch schon wieder besser. Und ich würde dem Cola Brausebonbon, also 3 von 5 Zitronen geben. Also hier, das sind Warheads, die sind aus Amerika, aber die gibt es auch in Deutschland zu kaufen. Und das ist die Sorte Worms. Gar nicht so sauer, aber ich würde den Warhead Wurms 2 von 5 Zitronen geben. Also hier sind so Haribo Spaghetti sind das. Die sind ganz schön lang. Also ich würde den Haribo Spaghetti 2 von 5 Zitronen geben. Also jetzt haben wir so Ahoi Brausebrocken. Da gibt es so verschiedene Sorten. Also ich würde mal die grüne oder die orangene holen. Ah, ich will mal die orangene. Also ich würde den Ahoi Brausebrocken 3 von 5 Zitronen geben. Also das ist so ein Bonbon aus Frankreich. Das hat Apfelgeschmack. Oh. Dann werde ich das mal probieren. Vielleicht ist es ja saurer als die anderen. So sieht das ausgepackt aus. Also den Bonbons aus Frankreich, also die Apfel, sauren Bonbons aus Frankreich, die waren total sauer. Ich würde den 4 von 5 Zitronen geben. Also hier haben wir jetzt Skittles, die sollen ganz schön sauer sein. Also hier steht schon mal crazy sauer.
Ich werde mir mal ein paar davon rausholen. Ich habe mir gerade so drei von derselben Sorte. Und ich werde die dann mal probieren. Die sind nicht so sauer. Ich muss schon sagen, den Skittles würde ich eine von fünf Zitronen geben. So, hier haben wir einmal Juicy Drop Pop. Kennen bestimmt viele aus der Werbung. Hier ist diese saure Flüssigkeit. Hier ist noch so ein Lutscher. Also den Juicy Drop Pop fand ich gar nicht so sauer. Ich würde den Juicy Drop Pop trotzdem 3 von 5 Zitronen geben. Und jetzt haben wir den Brain Blaster. Das sieht so aus. Das ist Apfelgeschmack. Kommt auch aus Deutschland. Und der sieht sehr gefährlich aus. Also ich würde den mal probieren. Die habe ich selber noch nie probiert. Und die sehen auch ganz gefährlich aus. Ich probiere mal. Der Brain Blaster kriegt schon mal 5 von 5 Zitronen. Also hier seht ihr noch mal eine Übersicht von den ganzen Süßigkeiten, die wir heute probiert haben. Ich war ein bisschen enttäuscht von den Skittles, aber überrascht war ich von dem Brain Blaster. Ich hätte nie gedacht, dass es so sauer ist. Und falls ihr auch eine lieblingssaure Süßigkeit habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Vielleicht machen wir noch eine Sauer-Challenge mal irgendwann wieder. Mit euren Lieblingssüßigkeiten. Abonnieren nicht vergessen. Ciao, bis zum nächsten Video.